Frischer Wind für den umkämpften Streaming-Markt. Hier im Sellspeicher in Kiel direkt an der Förde wird Kultur gemacht. Und zwar vom Team von Relax TV. Das ist der neue, schon bald weltweit verfügbare Streaming-Dienst aus dem Norden. Relax TV verfolgt dabei eine ganz besondere Idee. Relax TV ist die Schwesterfirma des Smart-TV-Portal-Lieferanten Foxum. Bei Foxum werden App-Stores für smarte Fernsehgeräte programmiert. Die Palette der Marken, die Foxum mit den App-Stores ausstattet, reicht von Blaupunkt über Toshiba bis Medion. Mithilfe von Foxum schafft es Relax TV also direkt zum Kunden. Relax TV ist ein werbefinanzierter Dienst und für seine Nutzer somit kostenlos. Wer weg vom Mainstream will und offen für Neues ist, ist hier genau richtig. Von Schleswig-Holstein in die Welt. In Deutschland und Großbritannien ist Relax TV gestartet und schon bald wird dieser Streamingdienst weltweit verfügbar sein. Da Foxum und Relax TV also weiter wachsen wollen, werden helfende Hände immer gern gebraucht. Relax TV, der neue Streamingdienst aus dem Norden. Mikrofon. Kultur im Norden. Ja, und jetzt sitze ich hier mit Ronny Luzzi, dem Gesellschafter und Geschäftsführer von Foxum und somit Relax TV. Was ist Relax TV überhaupt? Ja, Relax TV ist im Grunde, also wir nennen das ein AVOD-Service und das ist ein Streaming-Dienst, wie man die sonst auch so kennt, Netflix, Amazon Prime und so weiter. Und anders als normales Fernsehen kommen wir halt nicht über das TV-Signal, sondern nutzen den Internetanschluss, haben eine App gebaut und diese App ist auf vielen Geräten verfügbar. Mhm. Genau, und wir streamen dann Inhalte, wie im klassischen TV, ja. Nur dass wir die über eine App distribuieren, anstatt über das Linear-TV. Was ist das Besondere an Relax TV? Wie hebt man sich ab von der Konkurrenz? Ich glaube, dafür müssten wir erstmal die Konkurrenz definieren. Ja. Die Grundidee von Relax ist, oder warum wir gesagt haben, dass es Relax braucht, ist, dass wir glauben, dass der Streaming-Markt einige überfüllt ist. Wenn du dir überlegst, dass wir haben Netflix, dann kam Amazon Prime, Disney Plus, ja. Und ich glaube, dass also jeder gewöhnliche Haushalt hat ein bestimmtes Budget, was er ausgeben kann. Und wenn wir jetzt mal nehmen, Netflix als Familienversion in HD kostet 15 Euro und wenn du dazu nimmst, hast du noch Spotify als Familienversion mit 15 Euro und dann zusätzlich hast du aber auch nochmal sicherlich 20 bis 50 Euro, je nach Anbieter, für das lineare TV-Programm. Mhm. Ja, über Kabel Deutschland oder Satu, die Anbieter, die es da gibt. Und am Ende glaube ich einfach, dass dieses Budget, was da abgefragt ist, irgendwann mal ausgeschöpft ist. Ja, mhm. Weil ich glaube nicht, dass die meisten Haushalte mehr als einmal die monatliche Grundgebühr für einen Streaming-Service wie Netflix bezahlen können und einmal einen Musikservice. Weil ich würde behaupten, das haben die meisten Haushalte. Deswegen haben wir gesagt, okay, in dem Spiel können wir gar nicht mehr mitspielen, weil der Markt so gesättigt ist. Deswegen versuchen wir das anders und gehen wieder zurück zum Modell, wie es vor 20 Jahren war und sagen, wir machen Fernsehen, aber es ist wieder schlichtweg werbebasiert, weil das der Nutzer auch kennt und damit hat er sich angefreundet. Mhm. Ja. Also neuer Streamingdienst aus dem Norden, aus Kiel sozusagen. Genau. Relax TV steht unter Foxum, muss man ja auch ganz klar sagen. Foxum steht so ein bisschen da, oder steht da drüber als Unternehmen, was Relax TV vermarktet. Kann man das so sagen? Nein. Also das kann man so nicht sagen. Eigentlich ist Relax TV eine Schwesterfirma zu Foxum. Und im Grunde hat alles vor sehr langer Zeit angefangen. Und vielleicht erzähle ich das kurz. Vor 10 Jahren habe ich meinen ersten Job nach der Uni angefangen und ich war damals, habe ich bei einem Setup-Box-Hersteller gearbeitet.
Und normalerweise hatte damals eine Setup-Box ein Import-Tax von 20%. Und weil es eine TV-Box war, man nennt das TV-Box, also eine Setup-Box, eine TV-Box, die hatte 20%, muss man Import-Tax bezahlen. Und dann haben wir festgestellt, dass wenn man einen Internetanschluss an diese Setup-Box einbaut, der irgendwie 40 Cent kostet pro Gerät, dann spart man diese 20% Import-Tax aus China, weil es nicht keine TV-Box ist, sondern eine Hybrid-Box, die TV und Internet kann. Und das war damals mein erster Job. Ich war der Projektmanager bei dieser Setup-Boxen-Firma, herauszufinden, was machen wir mit diesem Internetanschluss. Und dann war ich der Projektmanager und wir haben überlegt, was wir mit diesem Internetanschluss machen. Und das war 2010, 2009 und damals fing das an, dass die ersten Hersteller wie Samsung oder Philips gesagt haben, ja, okay, wir fangen jetzt mal an, nicht nur Inhalte über den klassischen Tuner zu senden, sondern wir nutzen auch den Internetanschluss. Damals gab es so die ersten Apps. Und dann habe ich damals einen Film gesehen, der hieß Free Rainer. Okay. Und in dem Film geht es darum, dass Moritz Bleibtreu ist ein Showmaster und der hat jeden Donnerstag, hat er irgendwie um Primetime, hat er eine Show. Da geht es darum, dass jemand ein Auto gewinnen kann oder ein Paar kann ein Auto gewinnen, wenn sie im Live-TV ein Baby zur Welt bringen. Ja. Also mit Fokus auf das Baby. Und naja, der ist dann so frustriert davon, weil er schlichtweg nicht glauben kann, was er da eigentlich für einen Scheiß moderieren muss. Und betrinkt sich mit Drogen und so weiter, fährt dann sein Auto gegen die Wand, verletzt auch eine andere Frau, verliert seinen Job, übliche Geschichte. Und irgendwann wacht er im Krankenhaus auf und trifft diese Dame, die er angefahren hat mit dem Auto und fragt sich, warum? Das glaubt doch kein Mensch, dass wirklich Leute das um 7:45 in der Primetime sehen wollen. Ja. Und fängt an, darüber nachzudenken, warum das so ist, dass solche Shows die höchsten Einschaltquoten haben. Und dann stellt er fest, dass in Deutschland sich die Einschaltquoten so ergeben, dass die GfK verteilt 4000 Setup-Boxen in Deutschland und diese werden gemessen, was die Leute schauen. Und diese 4000 Setup-Boxen haben damals 40 Millionen Haushalte repräsentiert. Ja. Und auf jeden Fall, seine Idee ist dann halt, diese Setup-Boxen auszutauschen und dafür zu sorgen, dass Leute gerne zur Primetime Discovery Channel gucken, ja, oder irgendwelche Dokumentationen. Und im Grunde ist mir damals klar geworden, dass der Internetanschluss auf der Setup-Box den TV-Markt völlig verändern wird. Denn das Problem ist, wenn du über einen Tuner gehst, zum Beispiel wenn du RTL empfängst, dass die Kosten sehr hoch sind. Du musst zum einen musst du im Grunde einen Satellitentransponder mieten, der kostet ungefähr 5 Millionen Euro pro Jahr Minimum Guarantee. Das bedeutet, dass jeder Inhalt, der ins Wohnzimmer möchte über ein TV, ist mit unheimlich hohen Kosten verbunden. Und deswegen kann RTL auch nur ein bestimmtes Programm ausstrahlen, denn die Kosten sind so hoch und sie müssen mit dem, was sie ausstrahlen, eine möglichst große Masse treffen, damit sie Werbeerlöse haben. Also deswegen kann um 20.15 Uhr nur ein Hollywood-Blockbuster gespielt werden, ja, und nicht zum Beispiel die Tischtennis-WM, weil einfach das Publikum zu klein wäre. Und das ist halt das Interessante am Internetanschluss, denn die Kosten sind halt minimal. Du brauchst halt nur eine App, um ins Wohnzimmer zu kommen. Mhm. Ja, und so eine App kostet vielleicht, wenn sie einfach ist, 100.000 Euro, ja, um auf allen Geräten zu sein. Und damals haben wir dann, wie gesagt, Foxum gegründet und Foxum ist eigentlich, im Produkt ist es ein wie Android TV, also ein System, was den App Store auf den TV bringt. Ja? Und damit haben wir angefangen, weil wir festgestellt haben, Samsung ist eine Riesenfirma, die kann sowas selber machen und auch LG kann das selber machen.
Aber kleinere Firmen, beispielsweise wie Medion oder Hisense, Telefunken, alle, die auch am deutschen Markt sind, die können das nicht selber zur Verfügung stellen. Also haben wir angefangen, so ein Produkt wie Android TV zu bauen, aber einfach als White Label. So dass heute im deutschen Markt haben wir als Foxum ungefähr 25% Market Share. Und wenn du Medion TV mal anschaltest und auf Smart TV gehst, kommt es von uns. Wenn du ein Sharp anschaltest, auf Smart TV kommt es auch von uns. Sieht aber alles immer nach Medion und Sharp aus. Mhm. Damit haben wir vor 10 Jahren angefangen. Und dann haben wir das weiterentwickelt über diese Smart TV-Plattform, dass wir angefangen haben, ganz viele Apps auch selber zu bauen für Inhalteanbieter. Und dann im letzten Jahr saßen wir hier in diesem Raum und haben überlegt, was machen wir als nächstes, und haben überlegt, was braucht man eigentlich, um wirklich den Kunden zu erreichen, ja, mit einer App. Weil was macht Netflix, was machen die anderen? Und da haben wir gesagt, okay, also gut wäre schon mal eine Plattform. Denn, das ist auch wichtig zu wissen, man kann nicht einfach eine App auf Samsung launchen oder auf Android TV. Weil wenn du eine App zu Android TV bringst, dann landet sie in einem Store mit 1000 Apps. Ja. Ja, und im Grunde, wenn du nicht eine riesige Marketingkampagne betreibst, über andere Wege, wird der Endkunde diese App nie finden. Mhm. Und und daran scheitern auch die meisten Apps, die auf Smart TV gehen. Und dann haben wir festgestellt, naja, das ist ja ganz schön, wir haben ja schon mal Foxum als Plattform und Foxum hat 25% Market Share. Ja. Also haben wir im Grunde schon mal unsere erste Plattform. Das zweite, wo dann die Inhalteanbieter oder die App scheitern, ist, dass man, der Markt ist sehr differenziert. Du hast Apple TV, du hast Roku, du hast Amazon Fire, dann hast du Samsung, LG, Philips, also ganz viele verschiedene Geräte. Das bedeutet, dafür Apps zu entwickeln, ist also nicht nur ein riesen Arbeitsaufwand, sondern auch finanziell ein riesiger Aufwand. Und auch hier haben wir den Vorteil als Foxum, dass wir alle Entwickler hier im Büro haben und für jedes Endgerät auf dieser Welt in-house alles entwickeln können. Mhm. Und das Dritte, was man braucht, um einen Service zu machen, ist, man muss weltweit Verbindungen zu Inhalteanbietern haben. Und da wir das die letzten 10 Jahre gemacht haben, indem wir die ganzen Apps auf Foxum, auf unser Smart TV-System gebracht haben, haben wir auch die Verbindung zu allen Applikationen. Also haben wir angefangen zu sagen, okay, wir haben unsere eigene Plattform, wir haben unsere eigenen Entwickler und wir haben beste Verbindung zu allen Inhalteanbietern weltweit. Und da kam sozusagen die Idee für Relax, dann lass uns doch mal einen eigenen Endkundenservice machen. Und jetzt ist die Frage, was zeigt Relax TV im Endeffekt? Genau. Wie gesagt, also im Grunde möchten wir uns einmal von den großen Subscription, also den SVODs, differenzieren. Denn auch Netflix leidet darunter, dass sie natürlich nur Inhalte zeigen können, die für die Nutzer, die dafür bezahlen, interessant sind. Mhm. Deshalb haben es Nischeninhalte sehr schwer, auf Netflix gefunden zu werden, denn Netflix bewirbt meistens seine eigenen Shows oder Filme. Ja? Ja. Aber Nischeninhalte werden bei Netflix keinem gezahlt. Und deswegen ist das Ziel bei Relax, dass wir im Grunde, und wir nennen das Premium Niche, dass wir ja, also dass wir jedem, der interessanten Content hat, die Möglichkeit geben, bei Relax einen eigenen Channel zu haben. Mhm. Und ein gutes Beispiel dafür ist Musik. Ja, also wir haben zum Beispiel einen Sender, der nennt sich Babel TV, der hat ganz viele Konzerte und Musik von Independent-Künstlern, die einfach noch nicht so bekannt sind, dass sie beispielsweise bei MTV laufen würden. Aber es gibt tatsächlich, wenn du dich jetzt beispielsweise für den Bereich Indie-Music interessierst, dann wirst du einige von diesen Künstlern schon kennen, aber sie sind halt noch Premium-Niche, weil sie noch nicht Mainstream sind. Ja? Okay, ja. Und diese Nischenkünstler würden es nie zu MTV schaffen, aber bei uns haben sie halt einen Platz, weil wir wissen, da draußen weltweit ist eine
sind sehr viele Menschen, die sich für Indie-Music interessieren und diese Leute kennen und Relax einschalten, um diese Musik zu hören. Mhm. Ja, und so geht es weiter, dass wir einen eigenen Kinder-Channel haben, wo ganz viele Kinderinhalte laufen. Wir haben einen Channel, der beschäftigt sich den ganzen Tag nur mit Motorbooten, mit Motorsport, mit Yoga. Ja. Mhm. Wir haben keine Limitierung, wir müssen keinen Satellitentransponder kaufen. Wir können so viele Channel in Relax reinladen, wie wir wollen. Also im Grunde genommen kann man sagen, die Kunden, die bisher vom Mainstream-Markt noch nicht abgeholt werden, die greift ihr auf und dafür zeigt ihr passende Inhalte dann auf Relax-TV. Genau. Und das ist halt super interessant, weil alle streiten sich halt um die Mainstream-Kunden. Mhm. Ja, da gibt es so viele, also wie Sand am Meer. Mhm. Ja? Ja. Anbieter. So, und das ist unser Fokus. Und da könnte ich jetzt 1000 Beispiele aufzählen, was ein Inhalt wäre, der für eine bestimmte Nische total interessant ist. Mhm. Gutes Beispiel, Volleyball in Deutschland. Ja. Volleyball, das der einzige Sport, der es konstant in das deutsche Fernsehen schafft, ist Fußball und Handball. Mhm. Alles andere, höchstens wenn man im Tischtennis eine Weltmeisterschaft ist und wir Timo Boll haben, als sehr bekannten Tischtennisspieler, dann wird es mal bei der ARD gezeigt. Aber ansonsten schafft es keine Randsportart ins deutsche Fernsehen. Ja. Aber zum Beispiel der Volleyballverband oder Tischtennisverband oder der Ringerverband, die haben sehr viele Mitglieder. Und wenn wir beispielsweise einen Channel machen, der nennt sich Relax Deutschlandsport, dann können wir 24 Stunden lang über Sportinhalte berichten oder Sportinhalte zeigen, die aber halt eher eine Nische ansprechen, aber trotzdem für diese Nische Premium sind. Ja, ja. Okay, also verstehe. Das sind dann auch sozusagen die Kanäle, die er auf Relax TV anbietet. Dann, ne? Genau. Eben das, was du schon angesprochen hattest, Motorsport zum Beispiel oder auch dieser Nischensport. Wo geografisch gesehen kann man denn Relax TV sehen demnächst? Ich habe gelesen, ihr wollt auch natürlich expandieren und es soll weltweit irgendwann dann auch mal zur Verfügung stehen. Genau, also wir sind jetzt vor 2 Wochen, haben wir in UK und Deutschland sind wir gestartet und werden jetzt bis zum Ende des Jahres weitere europäische Länder hinzufügen und auch im 4. Quartal werden wir noch Brasilien hinzufügen, da wir in Brasilien mit Foxum eine sehr große Verbreitung haben und auch sehr gute Verbindung zu den Inhalteanbietern haben. Und ab Q1 werden wir Australien, Neuseeland bespielen und dann geht's weiter. Je nachdem, wo wir sehen, da ist eine Nische, da ist ein Markt, der gesättigt ist mit Subscription-Anbietern oder wo zum Beispiel noch gar kein A-Wort-Anbieter verfügbar ist, so werden wir spätestens Ende 2021 wollen wir eigentlich in jeder Region der Welt sein. Also von Kiel in die Welt sozusagen, ja, das muss man sich auch mal vorstellen. Ja, genau, also ich möchte gerne, dass irgendwann jeder von Sydney über Kiel nach San Francisco Relax auf seinem TV hat. Ja. Das wäre natürlich die Traumvorstellung. Genau, und technisch ist es kein Problem, da über Smart TV. Also nur mal als Beispiel, wenn du bei Samsung eine App launchst, dann kannst du im Grunde in dem Interface von Samsung ist es nur ein Haken, eine App auch in einem anderen Land verfügbar zu machen. Ja. Ja, also das ist eher die Limitierung, dass wir den passenden Content haben müssen für jedes Land. Technisch von der Applikation ist es halt keine Limitierung, da der Samsung TV der gleiche in Australien ist wie in Brasilien. Jetzt hast du eben gesagt, euer Markt bezieht sich auf die Nische, also ihr wollt die Kunden abholen, die vom Mainstream-Markt nicht abgeholt werden. Ja. Welche Zielgruppe habt ihr dann? Unsere Zielgruppe ist im Grunde nach Alter oder nach Region nicht definierbar, sondern denn Online-Funktionen des TVs nutzen heute eigentlich alle Nutzer. Man kann jetzt sagen, dass zum Beispiel ältere Nutzer, die nutzen beispielsweise eher die Angebote
der Mediatheken von ARD und ZDF, das kann man glaube ich so sagen, aber jüngere Nutzer sind dann vielleicht bei Twitch, Netflix, YouTube und ganz kleine Nutzer sind vielleicht bei Disney Plus oder anderen Kinderangeboten. Also ich glaube, die Nutzer, die Streaming nutzen, sind von 1 bis 99 mittlerweile. Wie unterscheidet sich dann Relax TV von frei verfügbaren Mediatheken zum Beispiel? Ja, bei den frei verfügbaren Mediatheken ist es ja so, genauso wie bei allen Streaming-Anbietern, die heutzutage auf dem Markt sind, ist, dass ich die App öffne und erstmal gezwungen bin zu suchen. Und statistisch gesehen ist es tatsächlich so, dass der Nutzer beispielsweise bei Netflix, wenn er die App anmacht, circa sieben Minuten erstmal sucht. Und das halte ich im Hinblick auf eine User Experience ist das grausam. Und deswegen sind wir bei Relax dahin zurückgegangen, dass wir eigentlich die zwei Welten verbunden haben. Wenn Relax startet, startet Relax in einem klassischen Linearprogramm. Das bedeutet, ich setze mich auf die Couch, ich mache Relax an und Relax startet in einem Linear-Channel. Mhm. Das sind natürlich nicht wirklich lineare Inhalte, sondern wir nehmen On-Demand-Inhalte und bauen eigene Playlists. Also wenn wir zum Beispiel Vivo nehmen als Musiksender, reihen wir einfach die verschiedenen Titel zusammen, aber für den Endnutzer sieht es so aus, als wenn es ein Fernsehsender wäre. Und er kann auf Vivo bleiben und erhält 24 Stunden am Stück Musikvideos. Und klassischerweise bieten wir auch, wie heutzutage im Fernsehen, bieten wir ein EPG, wo der Nutzer sehen kann, was jetzt läuft und was in einer Stunde läuft. Und in diesem EPG kann der Nutzer nach vorne gehen und damit ist er automatisch dann in der On-Demand-Welt, die er kennt. Denn er kann dann auf einen Titel gehen, kommt auf eine neue Seite und kann sich dafür entscheiden, diesen Titel jetzt zu schauen. Und somit ist er automatisch im On-Demand-Bereich. Also somit verbinden wir die Flexibilität von On-Demand-Angeboten mit der Gemütlichkeit, die wir alle kennen, von einfach den Fernseher anmachen und ein Programm schauen. Hört sich nach wahnsinnig viel Arbeit an, das so umzusetzen. Wie lange habt ihr daran gearbeitet? Ja, also wir haben letzten Sommer angefangen mit der Planung und ich würde sagen, wir haben jetzt ungefähr 12 Monate aktiv an dem Produkt gearbeitet und das fängt natürlich erstmal damit mit der Produktspezifikation an, mit den Designs und dann der Umsetzung der Applikation für alle Endgeräte. Ja, und wenn man schon von Arbeit spricht, ist auch immer die Frage da, sucht ihr noch Mitarbeiter? Ja, viele und dringend. Das ist ja tatsächlich in der heutigen Zeit, man mag es kaum glauben, ist der Arbeitsmarkt relativ leergefegt. Ja. Also wir sind immer auf der Suche nach ausgezeichneten Frontend-Webentwicklern, aber auch an UI-UX-Designern, an Backend-Entwicklern. Ja. Gerne bei Foxum oder Relax mal schauen auf den Internetseiten, da sind so einige Jobangebote zu finden. Genau, blenden wir gerne mal ein, die Adresse, dort könnt ihr euch dann bewerben und dann arbeitet ihr für Foxum letztlich. Oder Relax, oder kommt drauf Relax. An, wo man angestellt wird. Wann geht das Ganze an den Start? Genau, also wir sind Mitte September gestartet in Deutschland und in UK und werden jetzt neue Länder hinzufügen. Im vierten Quartal werden wir auf jeden Fall noch andere europäische Länder hinzufügen, wie Türkei, Spanien, aber auch Brasilien, da das ein sehr starker Markt für Foxum ist. Und werden auch bis Ende des Quartals auf 80% der Geräte, die an den Märkten verfügbar sind, also Smart-TV-Geräten, aber auch Webbrowser und auch Geräten wie beispielsweise Amazon Fire und Apple TV verfügbar sein. Und die Resonanz bisher, wie ist die ausgefallen? Also die Resonanz ist super. Wir haben viele Nachfragen. Wir haben
viele Nutzer, die sich auf der Webseite anmelden, damit sie eine Benachrichtigung bekommen, wenn der Service auch auf neuen Geräten verfügbar ist. Und auch die Inhalteanbieter fragen aktiv nach, dass sie gerne auf dem Service verfügbar wären. Mhm. Denn es ist auch für die Inhalteanbieter ein ganz neues Konzept, nicht darauf zu warten, dass jemand ihre Inhalte kauft, sondern zu sagen, okay, ich mache es einfach mal anders, ich gebe jemandem meine Inhalte, ich lasse diesen Anbieter meine Inhalte mit Werbung vermarkten und dafür bekomme ich eine Umsatzbeteiligung. Ja, es ist auch ein ganz interessantes Modell für die Inhalteanbieter. Also das Streaming-Erlebnis aus dem Norden, Relax TV, verfügbar natürlich auch bei euch. Vielen Dank, Ronny Luzzi, für das Interview. Sehr gerne. Und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.